Genau. Freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Vielleicht ganz kurz zu mir als Person. Mein Name ist Michael Essig. Ich habe hier an der Universität der Bundeswehr München einen Lehrstuhl für Beschaffung und Supply Management inne und bin von Haus aus Betriebswirt und beschäftige mich seit ja, über 20 Jahren mit Beschaffungs- und Einkaufsfragen. Ja, also ganz platt formuliert, wie können vor allem Unternehmen, aber da sage ich gleich noch was dazu, gut einkaufen. Ja? Also wie gestaltet man einen Einkauf gut und strategisch? Die Definition von gut, da können wir uns sicherlich auch gleich noch drüber unterhalten, was gut einkaufen bedeutet. Wir haben neben einem Schwerpunkt in der industriellen Beschaffung, da arbeiten wir insbesondere mit Audi zusammen, da haben wir auch eine Stiftungsjuniorprofessur von Audi, arbeiten wir auch mit dem öffentlichen Sektor sehr viel zusammen, ja, also mit Vergabestellen der öffentlichen Hand. Warum das Vergabe heißt, da sage ich dann gleich vielleicht noch ein paar Worte dazu. Und natürlich auch mit unserem eigenen Träger, mit der Bundeswehr, da liest man ja fast täglich in der Zeitung, ja, wie gut oder nicht gut der Einkauf dort läuft. Allerdings kann ich da auch gleich dazu sagen, braucht man auch nicht glauben, alles zu glauben, was in der Ausprägung in der Zeitung steht, in Anführungszeichen. Was heute unser Schwerpunkt sein soll, ist die öffentliche Hand. Ja, also ich habe mit Frau Kraus, die mich gebeten hat, das heute zu übernehmen, darüber schon mehrfach sehr intensiv gesprochen, welche Geschäftsmöglichkeiten, welche Möglichkeiten mit der öffentlichen Hand ins Geschäft zu kommen, bietet sich denn für junge, innovative Unternehmen, ja, für die Startup-Szene? Und worauf muss man da vielleicht achten und was ist das Besondere bei der öffentlichen Hand, ja, wenn man jetzt mit der öffentlichen Hand zusammenarbeitet? Und das versuche ich heute in einer, ich sage jetzt mal, knapp einer halben Stunde vielleicht, plus minus ein paar Minuten Ihnen näher zu bringen und freue mich da auch schon auf die Diskussion mit Ihnen. Ich würde Ihnen auch gerne anbieten, wenn Sie mögen, gleich auch während des Vortrags jederzeit natürlich Zwischenfragen zu stellen. Ja, ich schalte gleich mal, bin noch aus, ich schalte gleich mal den Chat an, sodass Sie jederzeit im Chat was äußern können oder ansonsten einfach dazwischen gehen, gegebenenfalls die Hand heben. Also der Vortrag, wie gesagt, richtet sich an alle, die potenziell Interesse haben, mit der öffentlichen Hand, wenn ich das mal, ins Geschäft zu kommen, in Anführungszeichen. Also die öffentliche Hand als Kunde zu gewinnen. Und so lautet eben auch der Vortrag, öffentliche Beschaffung von Innovationen, warum der öffentliche Sektor ein attraktiver Kunde sein kann, gerade auch für innovative Unternehmen. Lassen Sie mich einsteigen, ne, wenn man so klassischerweise über die öffentliche Hand spricht, ja, dann, ups, Entschuldigung, dann verbindet man damit ja nicht immer unbedingt Innovation, ja, also in der öffentlichen Hand wird ja häufig unterstellt, sei eher etwas, sagen wir mal, konservativer, etwas bedächtiger, ja, etwas langatmiger, vielleicht nicht ganz so innovativ. Und da mag in Teilen was dran sein, da wird man gleich auch nochmal drüber sprechen. Ja. Öffentlicher Dienst ist, und das ist, glaube ich, tatsächlich eigentlich auch sogar auch ganz gut so, sehr regelkonform und sehr regelgetrieben. Aber natürlich hat man auch da den Innovationsbedarf erkannt. Ja, wir müssen auch im öffentlichen Sektor, sagen wir mal, mit der Zeit gehen. Ich sage das mal so ganz vorsichtig. Wenn Sie als Privatperson es gewohnt sind, dass Dinge innerhalb von 24 Stunden zugestellt werden, die Sie bestellen, dann schwindet irgendwann die Bereitschaft für irgendeinen Bescheid einer Behörde eben 6, 8 Wochen oder 3 Monate zu warten, sondern dann stellt man diese Erwartung natürlich auch an die öffentliche Hand. Und deswegen gibt es sehr viele Programme, die sich mit der Frage Innovation im öffentlichen Sektor auseinandersetzen. Ich habe Ihnen mal hier 3 mitgebracht, nicht? Es gibt von der Bundesregierung eine Initiative Verwaltung innovativ, digitale Verwaltung. Ne, also da sehen Sie hier links schon mal so Dinge wie zum Beispiel die elektronische Akte, die E-Akte. Das wird also von der Bundesregierung durchaus vorangetrieben. Wir sehen das auch auf multinationaler Ebene, nicht? Die OECD
auf internationaler Ebene versucht, die Innovation der öffentlichen Verwaltung voranzubringen. Und das geht sogar so weit, dass sie heute schon ein Zertifikat in Public Sector Innovation erwerben können. Da gibt es die Hertie School in Berlin, die sich mit solchen Angeboten auseinandersetzt. Und bei allem Negativen, was die Pandemie mit sich gebracht hat, aber das hat sich sicherlich gezeigt, dass unser Staat, unser öffentlicher Dienst digitaler, resilienter werden muss. Und da sollen nicht nur die Innovationskraft, sagen wir mal, der eigenen Institution genutzt werden, sondern insbesondere eben die Innovationskraft, die von außen kommt und die sehr stark mit diesem Begriff GovTechs verbunden ist. Ja, also Startups, innovative Unternehmen, die Technologie für den öffentlichen Sektor, Government Technology letztlich entwickeln und zur Verfügung stellen. Und gerade mit den großen Mitteln, die jetzt im Nachklapp der Pandemie eben von der öffentlichen Hand ausgegeben werden, wird dieses Thema sehr stark vorangetrieben. Da gab es zum Beispiel ein GovTech-Summit im September letzten Jahres. Nicht? Das ist hier der französische Staatspräsident Macron und man hört uns ja durch, ich bin Schwabe, ja, deswegen sehen Sie es mir nach, habe ich Ihnen hier mal das Land Baden-Württemberg, Staatsministerium Baden-Württemberg mitgebracht, das eben auch sehr stark dieses Thema vorantreibt. Also warum kann der öffentliche Sektor ein attraktiver Kunde sein, ja, gerade wenn Sie sich vielleicht mit einer Gründungsidee eben tragen oder vielleicht schon ein bisschen weiter sind und überlegen, ob das nicht auch was für den öffentlichen Dienst wäre, dann kann ich Ihnen zuerst mal sagen, also wir reden hier über ein enormes Beschaffungsvolumen, da sage ich Ihnen gleich noch ein paar Zahlen dazu, ja, das sind zwischen 15% und 20% des Bruttoinlandsprodukts, da wird sehr viel Geld von der öffentlichen Hand in die Privatwirtschaft ausgegeben. Sie können davon ausgehen, dass der öffentliche Sektor eben ein verlässlicher Kunde ist, ja, da erstreckt zwar gerne mal die Zahlungsziele, aber man kann sich darauf verlassen, dass er eben nicht insolvent geht, sondern dass er sicherlich dauerhaft existieren wird. Damit hat er auch eine große Referenzkraft, ja, also Sie können gerade Kunden im öffentlichen Sektor eben häufig als Referenz für das Gewinnen von Kunden in anderen Sektoren gewinnen. Und ich hatte es ja gerade eben schon gesagt, der öffentliche Sektor, insbesondere die Politik, aber eben großen Teil natürlich auch die Verwaltung selbst, hat die Notwendigkeit erkannt, eben innovativer werden zu müssen und gerade dafür, um diese Innovationskraft sich zu erschließen, eben auch externe Innovationsträger, also innovative Lieferanten anzusprechen. Der große Vorteil für diejenigen, die sich um öffentliche Aufträge bewerben, der öffentliche Sektor beschafft nach klaren Regeln und Kriterien. Allerdings sind diese Regeln teilweise sehr aufwendig. Und das führt dazu, dass öffentliche Beschaffungsorganisationen häufig eher risikoavers handeln. Und das ist natürlich mit dem Thema Innovation manchmal nicht so ganz zu 100% in Einklang zu bringen. Ich hatte schon gesagt, die Verfahren sind aufwendig und manchmal dauern die auch. Ja, eine schöne Studie von Accenture über GovTechs und über die öffentliche Hand und die haben so einen schönen Satz geprägt, ne? Dealing with government takes strategic patience. Ja, also ich finde diese strategische Geduld, das zeigt ganz gut. Also man muss damit rechnen, dass da Entscheidungen eben nicht schnell und leichtfertig getroffen werden, sondern sehr überlegt. Die Presse für die öffentliche Hand ist nicht sehr gut, das muss man auch klar sagen, insbesondere für die öffentliche Beschaffung. Ja, ich habe Ihnen hier mal mitgebracht vom März oder April letzten Jahres ein Beitrag der Süddeutschen Zeitung. Das ist ja durchaus eine seriöse Zeitung, die da doch eben sehr plakativ gesagt hat, dass es eben die öffentliche Hand nicht kann. Nicht? Sie kann keine Schutzmasken beschaffen, sie kann keine Schutzausrüstung beschaffen. Ja, das sind also alle unfähig. Ja, da ist so die Überschrift, Unternehmen können es besser. Ja, Beamte und Politiker sollten nicht in der Welt herumtelefonieren und versuchen, Gesichtsmasken oder Beatmungsgeräte zu beschaffen. Ja, das ist also sehr plakativ. Da wird also der öffentlichen Hand die Fähigkeit. Ja, aber die können ja nichts dafür. Entschuldigung fürs Unterbrechen. Ja, also die Politiker können nichts dafür, aber das Beschaffungswesen ist auf jeden Fall nicht in der Lage, was zu kaufen. Also der erste da Punkt. Da bin ich vollkommen auf der Seite von der SZ. Der erste Punkt, Kuder, da haben Sie absolut recht. Nicht? Da wird Verwaltung und Politik eben in einen Topf geworfen. Ja, das würde ich also auch schon mal sagen, nicht so ganz einfach. Und dann, da würde ich gleich noch
ein paar Sachen dazu sagen. Und dann müssen wir uns, glaube ich, bei der öffentlichen Hand ein bisschen genauer anschauen, über wen reden wir denn eigentlich? Weil in der öffentlichen Hand gibt es natürlich auch ein ganzes Spektrum von Auftraggebern und die reagieren, ich sage das mal so vorsichtig, durchaus unterschiedlich. Das Thema Digitalisierung spielt da natürlich eine wichtige Rolle. Ich glaube, das kennen Sie alle besser als ich. Wir gucken uns das eben sehr häufig sehr stark in der Privatwirtschaft an, aber das ist natürlich auch sehr wichtig für den öffentlichen Sektor. Zum einen, weil der öffentliche Sektor selber der größte Datenhalter ist. Ja, ne, wenn Sie mal Geoinformationsdaten und Personendaten und so weiter anschauen, da ist der Staat wirklich größter Datenhalter. Er hat ein hohes Digitalisierungspotenzial bei den Verwaltungsarbeitsplätzen und das ist ganz wichtig, er verantwortet 15% unseres Bruttoinlandsprodukts im Austausch mit der Wirtschaft. Ja. Da gibt es ja solche Schlagworte wie digitale Souveränität, die sehr stark jetzt in der öffentlichen Diskussion auch strapaziert werden im Moment. Ich habe Ihnen hier mal so ein Screenshot mitgebracht, nicht? Da hat eine große Unternehmensberatung der öffentlichen Hand mal bescheinigt, dass sie eben sehr abhängig ist von großen amerikanischen Softwareanbietern, die wir vermutlich alle kennen und ein nicht unerheblicher Teil von uns auch auf ihren Rechnern benutzt. Das wundert uns wahrscheinlich nicht, dass dieses Unternehmen eine sehr dominierende Rolle spielt bei der Versorgung der öffentlichen Hand in Deutschland. Aber das zeigt eben auch, dass wenn es einem potenziellen Lieferanten gelingt, hier Alternativen anzubieten, das für die öffentliche Hand durchaus attraktiv sein kann. Zumal bei dem, was man von der Privatwirtschaft verlangt, die öffentliche Hand selber häufig genug hinterherhinkt. Ja? Also ich habe Ihnen hier die Schlagzeile mal mitgebracht, Regierung fordert Homeoffice und scheitert in den eigenen Behörden. Ja? Also gerade Verwaltungsvorgänge, die eben sehr einfach digitalisierbar waren, funktionieren eben nicht immer. So, ich hatte es schon gesagt, warum kann die öffentliche Hand eben tatsächlich ein attraktiver Kunde sein? Nicht nur, weil es diese Defizite gibt, sondern ich will das nochmal sagen, weil wir über ein Beschaffungsvolumen zwischen 350 und, Sie sehen das hier, 420, 440 Milliarden Euro pro Jahr allein in der Bundesrepublik Deutschland reden. Ja, das sind Schätzungen der Europäischen Union und der OECD, die auch schon ein paar Jahre alt sind. Es gibt keine amtliche, bislang dafür keine amtliche Statistik, aber gehen Sie mal wirklich davon aus, wir reden über zwischen 15% und 20% des Bruttoinlandsprodukts, das die öffentliche Hand beauftragt. Das heißt, es ist sehr attraktiv vom Volumen her, sich um öffentliche Aufträge zu bewerben. Die Ziele, die mit der öffentlichen Beschaffung verfolgt werden, bieten tatsächlich innovativen Unternehmen viele Möglichkeiten. Die Europäische Kommission, die für die Vergaberechtsgesetzgebung in Europa letztlich zuständig ist, also Vergaberecht ist Europarecht, zumindest im sogenannten Oberschwellenbereich, hat sehr viele Ziele definiert, die mittels öffentlicher Beschaffung erreicht werden sollen. Ökologische Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltigkeit, ökonomische Nachhaltigkeit, Transparenz, Nichtdiskriminierung, Gleichbehandlung und die Frage der Partizipation an Innovation oder sogar die Initiierung von Innovationen, ja, ist ein wichtiges Ziel, das wir in der öffentlichen Beschaffung haben. Das heißt, die öffentliche Beschaffung soll ihren Beitrag dazu leisten, diese strategischen Ziele zu erreichen. Und das wird in dieser Post-Covid-Zeit noch wichtiger werden. Ja, die Europäische Kommission spricht von dem, Next Generation EU, European Union Programm, der sogenannte Europäische Aufbauplan. Die sprechen, das sehen Sie hier, vom größten Konjunkturpaket aller Zeiten. Ja, also 2000 Milliarden, 2 Billionen Euro, die in diesem Topf sind, ja, für die nächsten, ich glaube, 6 oder 7 Jahre. Und da sehen Sie, dass auch die Kommission ganz klar weggeht von den früheren Geldmittelverwendungen, also sowas wie Landwirtschaft und so weiter und so fort, hin wirklich zur Förderung von Digitalisierung und einer modernen öffentlichen Verwaltung.
So, also aus meiner Sicht kurz zusammengefasst, attraktiver potenzieller Kunde, die öffentliche Hand. Und jetzt müssen wir uns fragen, ja, was heißt denn das ganz genau? Wann reden wir denn eigentlich von öffentlicher Beschaffung? Und, öffentliche Beschaffung findet immer dann statt, wenn wir einen öffentlichen Auftraggeber haben. Ja, und die Frage ist, was ist ein öffentlicher Auftraggeber, ne, die sich dann logischerweise gleich anschließt. Wir können öffentliche Auftraggeber institutionell definieren. Ja, da zeige ich Ihnen auch gleich nochmal ein paar Zahlen, Daten, Fakten dazu. Ne, also Bund, Länder, Kommunen beispielsweise. Aber wir können das auch funktional definieren. Ja, also immer dann, wenn wir einen Beitrag zur Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe leisten, egal welche Rechtsform das Unternehmen hat, wird es automatisch zu einem öffentlichen Auftraggeber. Das heißt, es kann sein, wenn ein privatwirtschaftliches Unternehmen eine Zuwendung der öffentlichen Hand empfängt, dann muss sie die Leistungen, die sie daraus beauftragt, ebenfalls nach Vergaberecht, nach öffentlichem Vergaberecht ausschreiben. Und die Besonderheit ist, sobald wir diesen öffentlichen Auftraggeber Status haben und damit einen öffentlichen Beschaffungssinn, muss das Vergaberecht zur Anwendung kommen. Ja, und da würde ich Ihnen zumindest versuchen, einen kurzen Überblick zu geben, was das bedeutet. Also erstmal, Vergaberecht ist nicht so ganz trivial. Ja, wir sind Betriebswirte, habe ich ja vorher schon mal gesagt. Vergaberecht ist enorm umfangreich und als Betriebswirt fängt man ja meistens an zu zählen. Ja, und wir haben mal geguckt, wenn Sie so europarechtliche, nationale Recht, nationales Recht, dann Anwendungsrichtlinien so angucken, dann kommen Sie in Summe auf über 800 Paragraphen plus Gerichtsurteile. Bei 800 haben wir aufgehört, die ein öffentlicher Auftraggeber da anzuwenden hat. Und deswegen können Sie sich vermutlich schon vorstellen, ist es kein Zufall, dass solche Vergabeverfahren nicht ganz so trivial sind. Im Kern sind sie aber nicht so kompliziert. Wie gesagt, ich zeige Ihnen nachher mal so ein paar Grundlagen, damit man zumindest so ein grundsätzliches Verständnis davon hat, was so ein öffentliches Auftragswesen ausmacht. Wir gehen im Moment davon aus, potenziell in der Bundesrepublik Deutschland gibt es 30.000 öffentliche Auftraggeber, sogenannte Vergabestellen. Ja, ich habe Ihnen die hier mal mitgebracht. Ja, das ist natürlich an der Spitze. An der Spitze steht der Bund, ja, dann die Bundesländer bzw. die Stadtstaaten, dann die Kommunen und dann gibt es die sonstigen öffentlichen Auftraggeber. Das sind zum Beispiel Stadtwerke oder die sogenannten Sektorenauftraggeber. Das sind Unternehmen der Wasserversorgung, der Gasversorgung, Stromversorgung, Sozialversicherungsträger, die unter diesen sonstigen fallen, unter diese sonstigen fallen. Ja, also das müssen nicht immer nur ganz klassische öffentlich-rechtliche Institutionen sein, sondern das können tatsächlich auch privatwirtschaftliche Unternehmen sein, die eine öffentliche Aufgabe erfüllen. Wenn Sie bei Bund, Ländern und Kommunen gucken, ist die größte Gruppe, wenn ich das noch gleich mal sagen darf, sowohl vom Volumen als auch von der Anzahl her, sind die Kommunen. So. Wenn die beschaffen, diese 30.000 Vergabestellen, dann beschaffen die nach dem sogenannten Vergaberecht. Und das Vergaberecht ist, wenn Sie so wollen, zweigeteilt. Es hat nämlich Vergabeverfahren oberhalb eines gewissen Werts, die sogenannte europaweite Vergaben nach sich ziehen. Und es gibt Vergabeverfahren, die unterhalb gewisser Schwellenwerte liegen, bei denen eine nationale Vergabe, also eine deutschlandweite Vergabe, genügt. Diese Schwellenwerte ändern sich jedes Jahr, ja, oder spätestens alle 2 Jahre werden die von der Europäischen Kommission neu festgelegt. Und Sie sehen hier mal die im Moment aktuell gültigen Schwellenwerte für Bauvorhaben. Ist es ein relativ hoher Betrag, erst ab 5 Millionen Euro muss da eben europaweit ausgeschrieben werden. Und LUL steht für Lieferungen und Leistungen. Sie sehen mir diese Abkürzung nach. Ja? Also da geht es um alle Güter und Dienstleistungen, die eben nicht Bau sind. Ja? So. Dann gibt es hier noch die sogenannten Sektorenauftraggeber und Verteidigung und Sicherheit. Die haben etwas höhere Wertgrenzen, ab denen oberhalb ausgeschrieben wird. Und für die obersten und oberen Bundesbehörden ist dieser Schwellenwert relativ niedrig, weil da sagt man, oder die Logik dahinter ist eigentlich die, dass man sagt, naja, die haben relativ viel Ressourcen, diese öffentlichen Auftraggeber. Deswegen müssen die relativ früh schon, also Ressourcen im Sinne große Vergabestellen, deswegen müssen die früh schon mit so europaweiten Vergabeverfahren beginnen.
So, hier habe ich Ihnen mal den Gesamtzusammenhang aufgezeigt, ja, wie sieht das Vergaberecht aus, ja, und das sieht relativ kompliziert aus, ja, das ist oberhalb dieser sogenannten Schwellenwerte, da gibt es eben Richtlinien der EU, ja, für die verschiedenen Bereiche, allgemeine öffentliche Beschaffung, dann für die sogenannten Sektorenauftraggeber, Wasser, Strom, Gas und so weiter und so fort. Für Konzessionen, das ist für uns vielleicht nicht so interessant, und für den Verteidigungssicherheitsbereich. Und das wird in Deutschland in sogenannte Vergabeverordnungen umgesetzt. Es gibt eine Vergabeverordnung allgemein, es gibt eine für den Sektorenbereich, für Konzessionen, und das hier, Entschuldigung, das ist eine falsche Doppelung, das müsste die Vergabeverordnung für den Bereich Sicherheit und Verteidigung sein. So, und das ist gerechtlich gesetzesseitig geregelt im GWB, im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Und da sehen Sie auch schon den Hauptziel des europäischen Vergaberechts. Der besteht nämlich darin, einen möglichst hohen Wettbewerb zu ermöglichen. Das heißt auch am Ende, das Regelvergabeverfahren ist das sogenannte offene oder nicht offene Verfahren, wo Sie im Prinzip alle interessierten Unternehmen dazu auffordern, ein Angebot abzugeben. Also Sie veröffentlichen eine Ausschreibung. Ich zeige Ihnen auch nachher, über welche Plattformen solche Ausschreibungen veröffentlicht werden. Und da dürfen Sie im Prinzip alle Unternehmen beteiligen. Manchmal ist auch ein sogenannter Teilnahmewettbewerb vorgeschaltet, wo man erstmal nur prüft, ist das Unternehmen prinzipiell in der Lage, solche Aufträge zu erfüllen. Aber die Grundidee ist, dass Sie solche, ja, sagen wir mal, die öffentliche Beschaffung einem möglichst großen Wettbewerb möglichst vieler Unternehmen und zwar europaweit öffnen. Ja, und dann gibt es nur unter bestimmten Voraussetzungen darf ich dann gewisse Bieter oder darf ich mit einzelnen Bietern verhandeln. Ja, es gibt auch das Verfahren einer sogenannten Innovationspartnerschaft, wo Sie mit einem Lieferanten gemeinsam etwas entwickeln. Also das ist so der europäische Bereich oberhalb der Schwelle. Im nationalen Bereich ist es geregelt über die Haushaltsordnungen, ja, Bundeshaushaltsordnung, Landeshaushaltsordnungen, Vergabegesetze der Bundesländer. Bayern ist das einzige Bundesland ohne ein eigenes Vergabegesetz. Da kommt es nicht aus dem Wettbewerbsrecht, sondern da kommt es eigentlich aus dem Haushaltsrecht. Und auch da vielleicht nur ganz kurz, ich will es Ihnen jetzt nicht im Detail sagen, gilt im Grunde genommen das Gleiche, die gleiche Reihenfolge an Vergabeverfahren. Die öffentliche Ausschreibung ist so das Regelverfahren. Und nur wenn Sie nicht genügend Bieter finden, dürfen Sie dann im Zweifelsfall mit einzelnen Bietern verhandeln. Und jetzt wirkt das alles auf den ersten Blick so ein bisschen abschreckend in Anführungszeichen. Das ist es aber gar nicht. Sondern was Sie mit dem Vergaberecht eigentlich wollen, ist diese Grundsätze der Vergabe zu erreichen. Das ist, was ich Ihnen hier mal mitgebracht habe. Die sind im GWB eben geregelt. Es soll ein Wettbewerbsverfahren geben. Es soll ein transparentes Verfahren sein. Und es soll nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit bezuschlagt werden. Ja, so. Das heißt, jeder Bieter soll die gleiche Chance haben. Wir sollen nicht nur nach dem niedrigsten Preis bezuschlagen, das ist ganz wichtig, sondern Qualität und Innovation, soziale und umweltbezogene Aspekte sollen eben eine wichtige Rolle spielen. Das heißt, der Gesetzgeber möchte tatsächlich so etwas wie einen Qualitätswettbewerb. So, und was heißt wirtschaftlichstes Angebot? Ja, wie definiert der Gesetzgeber das? Dieses wirtschaftlichste Angebot ist das Angebot mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, und zur Leistung kann auch gehören, dass das Produkt besonders innovative Eigenschaften hat, ja, besonders innovativ ist. Ja. Die Kriterien, nach denen bezuschlagt wird, muss der öffentliche Auftraggeber in der Regel vorher bekannt geben muss diese, ich sage mal, Matrix, mit der er nachher bezuschlagt, allen Bietern so zur Verfügung stellen, dass sie Angebot auf diese Zielsetzung des öffentlichen Auftraggebers ausrichten können. Also es wird sehr häufig behauptet, dass die öffentliche Hand nur nach dem niedrigsten Preis bezuschlagt. Da würde ich sagen, in der Praxis zu häufig, ja, das können wir auch empirisch messen, das muss man tatsächlich sagen, aber das ist nicht das, was der Gesetzgeber intendiert, ja, sondern der Gesetzgeber intendiert wirklich das beste Verhältnis von Preis und Leistung oder besser, noch besser, von Leistung zu Kosten, ja, wenn es nicht nur um die Anschaffungskosten geht, sondern auch um die Lebenszykluskosten. So, und jetzt will ich Ihnen wo finden Sie jetzt, oder ich formuliere es andersrum,
wie sieht es in der Praxis aus? Ne? Werden diese Ziele denn tatsächlich auch erreicht? Ja, so. Und da habe ich Ihnen hier rechts mal ein paar Zahlen mitgebracht. Ja? Und das kann, jetzt kann man sagen, das macht es attraktiver oder das macht es weniger attraktiv. Also was wir zum Beispiel beobachten, dass die Zahl der Bieter um öffentliche Aufträge in den letzten, ich sage mal, 10 bis 15 Jahren signifikant zurückgegangen ist. Ja, ich habe Ihnen mal hier die Zahl von 2006 mitgebracht. Das sind im Durchschnitt bei einem europaweiten Verfahren im Durchschnitt 5 Angebote eingegangen. Wir sind 2016 bei im Durchschnitt 3 ja, Angeboten. Wenn man europaweites Vergabeverfahren, um im Durchschnitt 3 Angebote zu bekommen, ja. In der gleichen Zeit ist der Anteil der Vergaben mit nur einem einzigen Angebot von 17% auf fast 30% gestiegen. Ja? So, und jetzt ist die spannende Frage, ist das eine gute oder ist das eine schlechte Nachricht? Ja? Aus Sicht des Bieters ist es natürlich eine gute Nachricht, ja? Weil sie potenziell, also weil potenziell ihre Zuschlagschancen doch nicht so schlecht sind, wenn sie sich um einen öffentlichen Auftrag bewerben. Ja, also da würde ich sagen, das könnte durchaus eben auch interessant sein. Das wird sich jetzt vielleicht in der Post-Covid-Phase noch ein bisschen ändern, aber tatsächlich können wir schon über viele Jahre einen Rückgang von Bietern tatsächlich auch empirisch messen. So, ich habe schon gesagt vorher, ne, strategische Geduld. Wir brauchen sowas wie strategische Geduld. Ich habe Ihnen hier mal eine Grafik mitgebracht, die vom Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern erstellt wurde für die IT-Beschaffung. Und da sehen Sie mal die Zeitdauer. Ne, die haben unterschieden einfaches, mittleres, komplexes Beschaffungsvorhaben. Und da sehen Sie, dass selbst ein einfaches Beschaffungsvorhaben, wenn Sie die niedrigsten Zahlen aufaddieren, dann kommen wir etwa auf 4 Monate und die komplexen Beschaffungsverfahren europaweit können bis zu 36 Monate dauern, also bis zu 3 Jahre, bis so ein Vergabeverfahren dann schließlich bezuschlagt wird. Ja? Insbesondere wenn sie eben europaweit stattfinden, also tatsächlich sind die Verfahren nicht ganz so schnell und sie sind nicht ganz so einfach, aber da gibt es eben Gründe dafür, weil wir wollen, dass diese Vergabeverfahren fair ablaufen, dass das Verfahren transparent und nachvollziehbar abläuft. So, und jetzt habe ich was dabei, was auch eine Frage hier im Chat ist. Ich gucke schon mal immer so ein bisschen parallel. Wie kann ich mich denn nun konkret informieren? Nicht? Wo finde ich denn solche Ausschreibungen? Ja, und da habe ich Ihnen hier mal zusammengestellt, es gibt praktisch für alle Vergaben heute digitale Ausschreibungsplattformen, ja, die sind in der Regel im Unterschwellenbereich landesweit, ne, also Vergabe NRW, Vergabe Bayern, hessische Ausschreibungsdatenbank, Entschuldigung. Es gibt die auch bundesweit. Ja, die Folien können wir gerne als Handout zur Verfügung stellen, ja, weil es die Frage schon gibt. Ja. Nicht? Es gibt also eine E-Vergabeplattform des Bundes. Es gibt den Subreport. Es gibt eine Europa. Es gibt noch bund.de. Ne? Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Das ist tatsächlich die Ausschreibungsplattform für alle Vergabestellen des Bundes. Und auch Länder und Kommunen melden da in der Regel rein. Ne? Also wenn Sie sich über bund.de informieren wollen, dann ist es in der Regel die wichtigste Ausschreibungsplattform. Und für ganz Europa gibt es den sogenannten Tenders Electronic Daily. Das ist die das Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union. Ne? Das ist die offizielle Ausschreibungsplattform für alle Vergabeverfahren, europaweiten Vergabeverfahren. Ja? Also das sind Informationsquellen, über die man sich über konkrete Ausschreibungen und konkrete Vergaben der öffentlichen Hand informieren kann. Allerdings steht es insbesondere als innovatives Unternehmen frei, natürlich sich vorher schon an die öffentliche Hand zu wenden und fragen, ob es prinzipiell Interesse an dieser Technologie gibt. Öffentliche Auftraggeber dürfen Markterkundung betreiben. Das ist explizit erlaubt. Ja? Das heißt, die dürfen sich im Vorfeld unterhalten. Sie dürfen ihnen allerdings keinen Auftrag versprechen, nicht? Weil den Auftrag immer der über ein Vergabeverfahren eben laufen muss.
So, vielleicht sowas als, so als ganz praktische Beispiele. Ich will Ihnen hier nur mal einen kurzen Einblick geben, womit wir uns sozusagen aus der Forschungsperspektive bei der öffentlichen Beschaffung eben auseinandersetzen. Ja, das ist ja für uns quasi ein Forschungsthema, auch wenn wir da sehr viel mit der Praxis zusammen machen, nicht? Und da schauen wir uns zum Beispiel hier an, funktioniert es denn tatsächlich, ne? Also funktioniert tatsächlich die öffentliche Beschaffung von Innovationen, ja, was sind denn die Haupthindernisse, die eben dafür sorgen, dass eben doch nicht innovativ beschafft wird, oder wie kann ich eben Lieferanten in die Neuproduktentwicklung einbeziehen, oder die Frage, wie kann denn die öffentliche Hand prinzipiell solche strategischen Ziele wie Nachhaltigkeit, Innovation in ihre Beschaffungsstrategie integrieren. So, ich bin um eine knappe halbe Stunde Vortrag gebeten worden, dann komme ich auch mit dieser Folie zum Ende. Wenn Sie generell etwas wissen möchten über öffentliche Beschaffung von Innovationen, dann gibt es das Bundeswirtschaftsministerium ein Kompetenzzentrum Innovative Beschaffung ins Leben gerufen. Das richtet sich sowohl an öffentliche Auftraggeber als auch an potenzielle Bieter. Das ist unter coinno-bmwi.de zu erreichen. Dort können Sie sich tatsächlich auch aus Bieterperspektive informieren. Da wird es in den nächsten Monaten und Jahren auch sogenannte Challenges geben, ja, wo sozusagen wirklich ganz innovative Fragestellungen erschlossen werden sollen für öffentliche Auftraggeber. Da lohnt es sich sicherlich mal reinzuschauen. Gut. Das war die letzte Folie meines Vortrags, so als kleiner Einstieg vielleicht in die Diskussion. Ich weiß, das ist ein kleiner Parforce-Ritt, ja, also allein über Vergaberecht, ja, wäre es überhaupt kein Problem für meine juristischen Kolleginnen und Kollegen, einen mehrstündigen Vortrag zu halten, ja. Aber ich wollte Ihnen zumindest mal einen ersten Überblick geben, dass Sie so ein Gefühl dafür kriegen, mit was tatsächlich auch die öffentlichen Beschaffungsstellen, die Vergabestellen da zu kämpfen haben. Ich sage erstmal vielen Dank und ich freue mich auf die Diskussion mit Ihnen. Ganz kurz von meiner Seite vielen Dank an Sie, Herr Professor Essig. Ich würde jetzt die Aufzeichnung stoppen, sodass in Ruhe noch Fragen gestellt werden können. Mhm.